So. Hervorragend, Gebieter. Du hast alle Prüfungen bestanden. Mit 1 plus und Sternchen. Juhu. Es gibt noch ein weiteres Insigne der Reife, außerdem, dass du besitzt... Was? Ich stelle fest, dass sich auf dieser Insel ein Objekt befindet, das dem gleicht, welches du bei dir trägst. Findest du es und fügst du beide zusammen, öffnet sich dir der Weg zum Triforce. Ich empfehle dir, nach diesem Objekt zu suchen. So. Und jetzt fühle ich mich allein gelassen. Was soll ich denn jetzt noch suchen? Hast du ein Insigne der Reife? Hast du da hinten ein Insigne der Reife? Habt ihr irgendjemand ein Insigne der Reife gesehen? Also irgendwo muss ja eins sein. Das wurde mir eindeutig gesagt. Ich habe zuverlässige Quellen. Was mir in dem Zusammenhang nur so einfällt, kann abwegig sein, aber diese komische Vogelstatue, die hatte doch nur ein Auge oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, was die für ein Auge hatte. Ob das jetzt irgendwie was könnte damit zu tun haben, aber erstmal könnte ich noch was anderes gucken. Nämlich, ich könnte jetzt mal dort hoch. Ahahaha. Ja, denn der Hering hat noch im Gedächtnis, dass dort oben etwas sein könnte. Abfeuern! Feuer! Zack! Und hier oben ist natürlich gar nichts. Warum ist hier nichts? Hä, wofür ist denn das hier? War ich hier oben schon mal? Geht's doof? Anscheinend bin ich doof. Dort hinten ist eine Truhe. Komme ich an die Truhe hin? Weiß man nicht genau. Ist egal. Nein. Zack. Zurück. Egal. So. Leckt mich. Ich mach den Quatsch irgendwann. Also, gehen wir jetzt zur kleinen, süßen, unscheinbaren Vogelstatue. Und untersuchen. Es war richtig. Wow. Das unscheinbare Ding hat jetzt mit den Triforce-Teilen zu tun, aber gut. Ich find's erstaunlich, dass nie jemand den anderen... das andere Insigne-Teil hat mitgehen lassen, weil das so schön funkelt, aber egal. So. Ah, die Statue dreht sich. Sie dreht sich im Kreis. Sie? Was? Was war das? Was war das für ein selten dämlicher Mechanismus? Ja, genau! Ja? Na, zum Glück stand da ja keiner, ne? Aber ist egal. Na gut, okay, die haben eh alle einen Wolkenvogel, also es ist Latte. So. Was soll mir das jetzt sagen? Wow, der Tempel, er vergrößert sich. Er, was zum Kuckuck. Aha. Und was schießt er da jetzt? Ah. Ah ja, genau. Ist klar. Ich bin sprachlos. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Triforce in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Aber es ist nur so eine Vermutung. Folge Zeldas Auftrag und vernichte den Todbringer, so schnell du kannst. Ja, vernichte ihn. Wäre irgendwie besser. Okay. Mach ich. Klar doch. Ist kein Problem. Ich gehe da jetzt einfach mal, ich gehe da jetzt einfach mal runter. Mal gucken. Ob da drin jetzt noch irgendwelche Gefahren auf mich warten? Oder ob sich die Göttin gedacht hat, also wer so bescheuert ist und bis hierhin kommt, den brauche ich auch nicht mehr prüfen. Boah. Jetzt wird es wieder so ernst. Das ist immer so ein Diskrepanz in dem Spiel. Man weiß immer nicht, ob sich das Spiel gerade selbst ernst nimmt oder Turm des Himmels. Also ob man lachen darf oder ob man jetzt gerade mal so ein bisschen drüber nachdenken soll, was man hier tut. Turm des Himmels. Ist das jetzt ein vollwertiger Dungeon? Das sieht ja fast so aus. Aha. Sieht vor allem groß aus. Okay. Interessant. Diese Truhe hier in der Mitte weckt als erstes mein Interesse. Was haben wir denn hier drin?
Herzlichen Glückwunsch, du hast das Triforce gefunden. Bitte verpiss dich jetzt wieder, danke. Nein, leider nicht. Du hast die Dungeon-Karte erhalten. Sie zeigt dir eine Übersicht deiner Umgebung. Turm Simmels. Triforce-Teile. Was ist das für ein seltsamer Dungeon? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich die drei Quellen heiliger Energie, die drei Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, an denen ich ihre Kraft verspüre, auf der Karte mit einem komischen Dreieck markiert. Das ist nett von dir. Ein komisches Dreieck. Was ist das für ein seltsamer Dungeon? Hä? Von hier bin ich gekommen. Hier ist gerade mal nix. Die Räume verschieben sich, oder? Kann das sein? Irgendwie, das sieht so aus wie so ein Puzzle. Also ihr wisst schon, so ein Verschiebepuzzle, wo dann die Einzelteile, man kann so machen und so machen und so machen. Und je nachdem, wie man Dinger verschiebt, ergibt sich halt ein Bild oder nicht. Das erinnert mich gerade voll daran. Mal gucken, ob es auch so wird. Na gut, dann gehen wir erst einmal weiter, würde ich sagen, weil hier kann ich wahrscheinlich sowieso... Diese Mauern, ich wette, die verschieben sich alle hier. Was ist das nur für ein... Ja, genau, sowas in der Art habe ich mir nämlich gedacht. Genau. Weil wenn ich jetzt hier... Nee, genau die Tür kann ich jetzt nämlich nicht aufmachen. Ah, das ist... Boah, das könnte jetzt richtig geil oder richtig böse werden. Bewegen. Machen wir mal so. Aha. Und dann... Weiß ich nicht. Dann gucken wir uns den Raum jetzt erstmal so an. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Aus dem eben ertönten Geräusch schließe ich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Obwohl... Durch diese Veränderung ist es nun möglich, den angrenzenden Raum zu betreten. Oder wäre es möglich... Ich schlage vor, dir durch die Nutzung dieser Kontrolltafel den Weg zu den Fragmenten des Triforce zu eröffnen. Wäre es jetzt möglich, jetzt schon einen korrekten Weg zu planen? Wenn ich jetzt... Halt, Moment... greifen. Das ziehe ich jetzt so rüber. So, zack. Dann mache ich jetzt so, mache ich so. Ah, das ist doof. Das hier unten kann ich ja nie verschieben. Das ist ja selten dämlich. Wie komme ich denn hier ran? Hä? Wenn ich den hier nie verschieben kann? Das verstehe ich nicht. Buff. 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 Na gut, ich sag mal... So komme ich zumindest... Oder kann man das so machen, dass man dann hier so über die Distanz gehen kann? Ich glaube ja nicht. Aber es wäre... Es wäre ein Versuch wert, so oder so ähnlich. Ich weiß nicht genau, wir gehen jetzt erstmal so und dann holen wir uns das erste Triforce, passt schon. Blab, blab, blab. Jo, genau, so. Ich gehe jetzt hier so lang und habe meinen Spaß und werde im nächsten Raum hoffentlich nicht gefressen. Das wäre mir sehr lieb. Was ist das hier? Das sieht sehr waldmäßig aus. Hallo Firone? Also, Gebiet von Firone? Sieht mir sehr danach aus. Auch du siehst mir irgendwie bekannt aus. Was habt ihr denn im Tempel der Göttin zu suchen? Ich weiß ja nicht, ob ihr hier tatsächlich richtig seid oder ob ihr euch nur verlaufen habt. Also irgendwas erscheint mir hier falsch. So, buff, buff, buff. Ich hab hier überall Pilze. Und dort unten habe ich gar nichts. Und da drüben habe ich irgendwas. Ich könnte hier rüber schwingen. Will ich doch rüber schwingen? Ist die andere Frage. Was ist das für ein seltsamer Raum? Ein gar seltsamer Raum. Eigentlich will ich dort rüber schwingen, oder? Wenn ich mir das so angucke. Weil wenn ich nicht schwingen würde, dann stelle ich fest, dass ich hier sowieso nicht weiterkomme. Ah, dahin sind Schmetterlinge. Schmetterlinge, da, 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 da. Wir alle lieben kleine, süße Schmetterlinge. Es ist ein seltsamer Dungeon. Die Idee gefällt mir wirklich mit diesem Verschiebedingens, aber... Ob das Ganze jetzt schlussendlich wirklich so toll wird, muss der Dungeon noch irgendwie... Muss mir der Dungeon noch beweisen. Geht das hier gut? Nein, geht es nicht. Hä? Ja, warum? Ja, gut.
Moment, ich sehe das da hinten nicht so richtig, deswegen schicke ich erstmal Sidney vor. So, Sidney, guck mal. Was ist denn das da? Das sieht so aus wie irgendwas, was man... Eine Kette. Achso, nee, Moment, da hängt irgendwas dran. Hä? Beschleunigen! Du, 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 du! Was bist du denn? Hä? Nee. Das hängt doch irgendwo, oder? Nein. Bitte halt die wie Fernbedienung gerade. Das ist eine Kette. Ah! Hat sich gelöst. War gut. Hering schlau. Oh ja. Hering kann Zusammenhänge erkennen und Hering kann... Hering kann ganz toll schwingen. Hä, Schnuschnu. So. Anhalten, anhalten, anhalten. Bitte anhalten. Bitte visiere er die Kette an. Bitte schwinge er, wie er noch nie in seinem Leben geschwungen ist. Jududu, Geronimo. Wow. So. Anhalten, anhalten, anhalten. Hätte ich gar nicht eigentlich. Aber egal. So. Schwingen. Und schwingen. Und schwingen. Und schwingen. Und richtig und geschwungen. Ja. Lernt man alles als angehender Abenteurer. Hi, Kid. Oh Gott. Warum habe ich dich nicht gesehen? Warum kommst du einfach so von oben? Das ist widerlich. Weißt du nicht? Weißt du, was ich... Ich will nie wieder. Ich will. Ich hab... Nein, nein. Ich hab noch nie in meinem Leben. Ich will. Schna, schnu, schna, schnu, schna. Ja, 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 ja. Ich hasse dich. Ich will nichts von dir. Geh weg. Ich habe schon beim letzten Mal nicht verstanden, wie man dich so richtig platt macht. Moment. Ich muss dich... Ja, ja. Und dann... Ja, ja. Ja. Zack. Und... Warum? Warum lassen mich dumme Spinnen? Sie verfolgen mich. Sie... Was ist das? Böser Vogel. Ich glaube, der Dungeon könnte mir noch mehr oder weniger große Probleme bereiten. Das ist schlecht. Ich war nicht darauf vorbereitet, in einen Dungeon zu gehen. Wenn ich jetzt nachher echt noch Mario Kart spielen will, dann, ja, das könnte Arsch lecken. Muss ich bei der nächsten Vogelstatue dringend speichern. So, was ist jetzt mit dir? Kann ich die irgendwie kaputt machen? Irgendwie ja nicht. Ich kann mich da dann festhalten... Was kann ich hier machen? Hier sind Bomben? Was seid ihr für Viecher? Seltsame Plattform. Irgendwie hier hinten hin. Hier dann festhalten, um das Gitter aufzumachen. Interessant. Ach du Scheiße. So, Moment. Greifhacken, Greifhacken. Macht, was immer ein Greifhacken macht. Ich klettere hier herum. Das finde ich ja gar nicht dumm. Leider bringt mir das gar nichts. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich schwinge mich hier rüber. Hoffe, dass das richtig war. Tralala, lalala. Moment. Dort will ich doch auch gar nicht hin. Ach so, ich hätte dorthin gewollt. Ja, ja. Das wäre richtig gewesen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Moment, 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 Moment. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich sehe es nicht, weil dummer Vogel im Weg war. Oder ob ich... erstmal mir eine Bombe schnappe? Und dann versuche, den Vogel auszuschalten? Hopp. Mhm. Na, den Vogel und die kleinen Viecher hier, weil die könnten bestimmt auch nerven. Puff. So. War jetzt, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Schnu, schnu, schnu. Schnu, schnu, schnu. Ich habe sogar alle drei auf einmal ausgeschaltet. Ich bin so ein Genie. So. Dup, 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 dup. Oh, jetzt müssen wir nur noch Kurven fliegen können. Und jetzt müssen wir nur noch den Vogel anvisieren können. Puff. So, Vogel getroffen. Okay, Feierabend, Ruhe. Ist doch perfekt. So, war das ein Problem? Nein. Gut. Zack. Ich ziele dorthin. Ich ziele dorthin. Ich ziele... dorthin. Und schaue mich hier um. Weil ich hier feststelle, dass hier absolut gar nichts ist. Doch, hier ist... Schaffe ich es bis zum Seil? Hallo? Das schaffe ich doch nie im Leben, oder? Oder doch? Oh, ich schaffe es doch. Oh, ich schaffe es. Oh, was ich nicht alles in meinem Leben schaffe. Das ist unfassbar. So, okay. Und jetzt eigentlich nur mit dem magischen Krug ein bisschen Puste-Puste machen?
Und dann so springen, springen machen. Oh ja. Puste, puste, springen, springen. Das macht sehr viel Sinn. So. Puste, und springen. Springen, springen! Ja. Ich bin ein sehr toller Springensfeld. Gewissermaßen. Das bin ich in der Tat. So. Ja, wie gesagt. Ich stecke jetzt ein bisschen in der Zwickmühle. Zunächst einmal können wir aber hier vielleicht nochmal... Nein! Ich habe dich nicht ich will nichts von dir, Fei. Ich wollte eigentlich nur spielen. Weil hier Schmetterlinge sind. Schmetterlinge? Ach so. Ich dachte, es kommt vielleicht ein Stein oder so aus der Erde. War nur das Symbol an der Wand. So, was will ich denn? Was brauche ich denn? Keine Ahnung. Versuchen wir mal wieder ein Herz. Geniales Herz. Das sah jetzt aus Distanz eher so aus wie ein sehr grober Umriss eines Kaninchens, wenn ich das mal so sagen darf. Aber also dafür war es echt gut. Wow. Hätte ich bestimmt in der Vorschule ein Lob für bekommen. Oh ja. Gucken Sie mal, Frau Lehrerin. Oh, das ist aber ein sehr schönes Kaninchen, Hering. Aber das ist doch ein Herz. Haha. Haha. So oder so ähnlich. Gut, egal. Wie gesagt, das ist mir zu kompliziert bzw. zu doof, weil ich, wie gesagt, nachher noch geplant habe, Mario Kart zu spielen. Deswegen muss ich den Dungeon jetzt das erste Mal tatsächlich mittendrin abbrechen. Und muss hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Wie lange habe ich ihn jetzt aufgenommen? Das ist ja quasi gesehen... Naja, doch, ein bisschen. Also, passt schon so einigermaßen. Ja, das ist ja... Unverhofft kommt oft. Da sind wir also schon im letzten Dungeon? Fragezeichen? Keine Ahnung. Sammeln wir Triforce-Teile ein und finden es dann irgendwie nach und nach heraus. So, für den Moment soll es also gewesen sein. Ich war der Herring Ray, das war ein bisschen The Legend of Zelda Skyward Sword für den Moment. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit diesem Dungeon und ich sag jetzt einfach mal Tschüss mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.